Naja, wir probieren es auf jeden Fall mit der Porte fort. So. Warte. Oh mein Gott, ich hab's kaputt gemacht. Hey, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es wurde gestern ein Bunker in Wailingwoods hinzugefügt. Laut Reddit soll es da geheimen Loot geben. Genau wie mit dem Eiswagen in Dusty Depot, den man mit einem Porterfort kaputt machen konnte. Genau das haben wir geschafft. Wir haben den Bunker mit der Porterfort auch kaputt beschädigt. Also quasi kaputt gemacht. Leute, wie gesagt, und heute kommt Twitch Prime Skins, die neuen. Wie man die legal und kostenlos bekommt, werde ich auch ein zweites Video heute kicken. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr das nicht. Und Road to 400k, Leute, noch 2000 am Ende 400k. Und wenn ihr beim 100.000 V-Bucks Gewinnspiel mitmachen wollt, bis zum 20. Mai geht das. Abonniert den Kanal, liked das Video und kommentiert unter jedem Video, um eure Gewinnchancen zu erhöhen. Und das sind die Voraussetzungen. Viel Glück, es wird 10 Gewinner geben. Road to 400k, viel Spaß mit dem Video. Das war close. Oh, war das close. Ja, Bro. Okay, Leute. Chill mal kurz, wir müssen kurz ein bisschen hier klarkommen. Oh mein Gott. So, wir brauchen Schilde, Pumpgun. So. Portefort, der kleine. Ja, Sniper ist schon geil, aber wir brauchen eine Pumpgun. Wir brauchen eine Portefort, denn, meine lieben Freunde, es gibt einen Bunker in Wailingwoods und den wollen wir uns angucken. Oh Gott. Komm, wir brauchen eine Pumpgun. Mann, komm mal her. Mein Sohn. Hat mir gut gegeben, Alter. Ach, der da. Stress rum. Kann man denn... Wie kann man denn so in dem Spiel stressen? Oder was? Ich will nur eine Porterfort. Vor allem, er hat die Porterfort benutzt, die hätten wir gebrauchen können. Und die Zone ist perfekt für Wailingwoods. Denn wir müssen Wailingwoods zum Bunker. Braucht noch ein bisschen Healing. Aber wir müssen nach Wailingwoods, denn da ist eine Art Bunker. Seit gestern Update. Epic Games hat ja angekündigt, dass die jedes Update was in der Map verändern wollen. Das haben die tatsächlich jetzt auch vor. Also ich dachte, das war erstmal so Fake News, mehr oder weniger. Ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst schon. Aber es scheint echt so, dass sie das machen wollen. Und ich muss jetzt ein bisschen Kills machen, das geht ja gar nicht. Wir gehen dahin, wir brauchen eine Port fort. Das ist eine Art Eingang. Wer schießt denn da so wie ein... Ah, aber... Ah, komm. Ja, moin. Ja, moin. So, wir müssen uns aber jetzt beeilen. Wegen der Zone. Hä, warum habe ich den anderen nicht bekommen? Ich habe den gekillt und den John Wick, oder nicht? Wo wurde der geklaut? Naja, wie dem auch sei. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ein Schuss ist hier drin. Oh nee, Alter, wird das echt nichts? War, glaube ich, dumm, Tilde zu landen. Oh man. Komm, Port fort. Ich muss zum Geheimbunker. Ich muss uns beeilen. Oh, wir haben ein Jump Pad. Und zwar könnten wir jetzt da hinfliegen, rein theoretisch. Wir könnten da echt hinfliegen, ne? Und euch den zeigen.
Aber dann müssen wir halt nächste Runde mit einem Porterfort reingehen. Weil da gibt es einen Geheimgang. Das sieht aus wie so ein Bunker in eine geheime Basis von einem, also von so einem Superhelden-Clan. Und, ich habe eine Idee. Falls das jemand jetzt kaputt machen will. Ich weiß nicht. Ja, ja, wollte jemand kaputt machen. Ja, moin. Ich kann jetzt nicht auf Kills gehen, weil ich muss da jetzt hin. Ja, an sich. Die Sache mit dem Eiswagen war das ja so, dass hier in Dusty Deep, wo ist ja so ein Eiswagen? Der hat 100.000 HP. Und den kann man ja mit einer Porterfort kaputt machen. Und ich habe jetzt nur, ich war noch nicht beim Bunker, ich habe mir aber einen Reddit-Post durchgelesen, dass man da mit einer Porterfort das kaputt machen kann. Und dass es da angeblich Kisten geben soll. Also, dass es so einen Weg nach unten geht in so einen kleinen Keller. Und es, dass es da Kisten geben soll. Und normal kann man das halt nicht kaputt machen, aber mit einer Porterfort soll es angeblich gehen. Gucken uns das mal schnell an. Und dann, meine lieben Freunde, mal gucken. Ich weiß nicht, wir müssen halt gleich vielleicht eine kurze Runde, neue Runde starten. Vielleicht gehen wir dann Risky Reels oder so. Und dann gucken wir, dass wir eine Porterfort kriegen. Ich weiß aber nicht genau, wo der ist. Ich habe mir die Zone kommt. Ist an sich jetzt auch Schnuppe. Das liegt auf jeden Fall hier irgendwo im Freien rum. Hm. Wo zum Henker? Ist denn der Geheimbunker? Bunky? Ich habe keine Ahnung, Alter. Also ich weiß, dass es den hier gibt. Also, what the fuck? Habt ihr wahrscheinlich im Prinito eh schon gesehen, dass ich den gefunden habe. Ah, die Zone kommt. Nein, wo ist der denn? Wieso informiere ich mich nicht 100%? Also wo der genau ist, weil der ist auf jeden Fall hier. Aber wahrscheinlich auf der anderen Seite der Hecke hier. Das kann doch nicht sein. Nö, ehrlich jetzt? Egal, Alter, ich gehe jetzt hier durch. Ist eh die erste, nee, ist die zweite Zone, ne? Ist das der Bunker da hinten? Hier ist nur ein Wohnwagen. Nein. Wo ist denn? Vor allem, ich war gestern doch hier. Da, da ist der Bunker. So, meine lieben Freunde, wir sterben jetzt gleich, aber ich starte mal gleich eine neue Runde und dann landen wir irgendwo hier. Da ist der Bunker und dann geht's da. Guck mal, ihr seht, da geht's durch. Wir müssen das irgendwie kaputt machen. Hm, was ist das für ein Zeichen? Auf jeden Fall, mit einer, brauchen wir eine Porterfort, um das kaputt zu machen. Da geht's nämlich durch. Ja, da seht ihr. Da geht's durch. Da unten ist so eine Halbwand. Und da soll es Kisten geben. Und ich will da jetzt durch, deshalb, wir landen jetzt Risky Reels oder so und dann räumen wir ab. Dann gleich ab! Können die zwei Kisten nehmen, den Baum und dann pushen? Vielleicht haben wir Glück mit der Porterfort. Nein. Eigentlich dürfen wir da jetzt gar nicht fighten, ne? Wenn ich jetzt sterbe, drehe ich halt durch, ne? Weil ich halt jetzt die ganze Zeit Aufnahmen probiere, weil ich nie eine Porterfort finde. Oh, eigentlich. Warte, wir sammeln viel Holz. Wenn ich viel Holz habe, dann kann ich mich verteidigen. Ja, moin. Warum sind das alle so Spieler, die bauen können? Ich bin Petro LP. Ich finde das Item an sich ganz geil. Wir könnten jetzt so einen Kristall nehmen und das mal, uns mal anschauen. Und das Problem ist, ich habe wieder versucht, wie gerade eben Tilted zu gehen. Aber das Problem ist halt einfach aus dem Grund, die Zone spielt halt nicht mit. Ich bin da jetzt Stunden dabei. Die Zone spielt halt nicht mit. Oh, die Zone spielt auch gerade nicht mit, aber wir gehen da schon mal hin und gucken, ob es klappt. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Ein bisschen Schild, eine AR, eine Pump. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und wir checken mal das Objekt ab. So, jetzt war irgendwie im hinteren Bereich von Wailing Woods. Wenn jetzt ein Gegner kommt, der halt mega gut spielt. Also was heißt mega gut spielt, aber jetzt ein Gegner kommt, der bauen kann und 300 Holz hat, verliere ich. Aber da ist auch schon das Objekt. Okay, hier ist der Geheimbunker, meine lieben Freunde. Und wir können da durchschauen. Und da geht's nämlich in so einem Keller. Und ich hoffe, keiner kommt jetzt hier. Wie gesagt, kaputt kann man. Wir brauchen auf jeden Fall die Porterfort, um es kaputt zu machen. So. Was hat das mit dem Geheimbunker auf sich? Wie ihr sehen könnt, hier ist eine Art. Chat, schreibt mal in die Kommentare, was könnte das sein? Ein Hebel. Das ist ein Rätsel. Guck mal, das ist ein Hebel hier. Pfeile. Das ist ein Rätsel, um es aufzumachen. Aber eventuell ein Rätsel, um hier da durchzukommen. Naja, wir probieren es auf jeden Fall mit der Porterfort. So. Mit der Porterfort werden wir es jetzt probieren, kaputt zu machen. Und go! Reddit. Ihr habt mich verarscht. Oh, warte. Warte. Warte.
Nee, Moment mal. Hier? Haben wir es kaputt gemacht? Oh mein Gott, ich hab's kaputt gemacht. Leute, ich hab den Bunker kaputt gemacht. Oh, was? Ich dachte gerade echt so. Nein. Oh mein. Wollen wir da durch? Da geht's auf jeden Fall durch. Moment mal. Ich muss hier durch, Moment. Oh mein Gott, wir haben den Bunker kaputt gemacht. Oh mein Gott. Nein, wir können. Nein. 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 Gut gemacht. Oh. Schaut mal. Mann. Kann man da was platzieren? Auch nicht. Schade. Chat, was glaubt ihr, was in nächster Zukunft da kommen wird? Ein Geheimkeller? Da wird ein Update auf jeden Fall kommen, meine lieben Freunde. Zum Glück habe ich das jetzt aufgenommen. Okay, lass mal die Runde eben schnell gewinnen. Here we go! Und wo schießt der? Der da? Probleme. Aber der hat ja einen echt ekligen Spot. Was? Der war drauf. Das war ein bisschen YOLO, weil ich gerade den Double Pump quasi verkackt habe. I hate Rocket Launcher! Was für ein Finale, Digga. Das ist auch einer. Oh nö, Alter, und so ein schönes Baubattle und so alles, aber was war das? Aber war cool. Okay, kann mal passieren. Ich könnte jetzt noch eine neue Runde auf dem auch Win spielen für euch. Lassen wir das. In meinen Livestreams, Leute, gibt es genug Gameplays, wo wir wieder rasieren und so. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Und ich, genau, heute kommen ja die Twitch Prime Skins, da werde ich auch ein Video kicken, wie man die kostenlos legal bekommt. Und ja, schaut mal auf heute vorbei. Ich werde heute auf Twitch streamen. twitch.tv/predatorp. In dem Sinne, haut rein, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Heide G3D.